Lektion 137 erinnert uns, wenn ich geheilt bin, bin ich nicht alleine geheilt. Ich möchte, bevor ich auf die Lektion eingehe, noch einmal zum Verständnis bringen, dieser Kurs in Wundern ist eine Geistesschulung. Eine einzelne Lektion herauszugreifen und zu glauben, diese jetzt zu verstehen, das führt und muss zu ebenen Verwechslungen führen. Wer was oder wer muss geheilt werden? Dein Geist. Und das machen wir in der Regel nicht von heute auf morgen. Schau, ich bekomme E-Mails nach der gestrigen Lektion zugesendet zum Beispiel oder auch Beiträge auf YouTube. Ich gebe dir nicht irgendeine Schuld, dass du krank bist oder dass du irgendwelche Umstände erfährst, die dich unglücklich machen. Das Einzige, was ich sage, ist, alles, was in dein Leben kommt, darum hast du gebeten, nichts kann in dein Leben kommen, dem du nicht zugestimmt hast. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt all dessen, wer keine Verantwortung übernimmt für seine Situation, in der er sich befindet, der kann keine Lernschritte machen. Und wir sind hier im Klassenzimmer der Heilung. Und Heilung bedeutet Lieben. Und das ist tatsächlich ein Lernen, ein intensives Lernen. Die meisten von uns, oder wenn wir anfangen mit dem Kurs in Wundern, wir haben mal was von Spiritualität gehört, wir haben uns mit diesem und jenem belesen, wir können altägyptische Schriften lesen und deren spirituellen Hintergrund erforschen. Wir können uns mit den hebräischen Schriften beschäftigen. Wir können uns mit den Studien von Jesu Werdegang und so weiter beschäftigen. Und beschäftigen uns noch mit der hawaiianischen Heilkunst und dann beschäftigen wir uns noch mit der tibetischen Heilkunst und dann kommt natürlich ganz sicher noch der Buddhismus hinzu und alles kennen wir. Wir können Bibliotheken aufweisen, die wir studiert haben und machen vielleicht dadurch. Und dann kommt noch die Quantenheilung dazu, nicht zu vergessen. Und vieles, vieles mehr und die Farbenlehre und so weiter. Und wenn wir die Spiritualität nutzen, um ein weiteres Mischmasch zu machen, dann verrutschen wir ständig im Verständnis. Wir verrutschen in der Ebene. Wir glauben, es dreht sich um unseren Körper. Wir glauben, es dreht sich darum, dass ich als Körper glücklich bin. Und unterlassen, unseren Geist zu schulen, der all dies hier, was wir sehen, was wir wahrnehmen, verursacht hat. Und deshalb bist du nicht schuld an irgendetwas. Der Kurs in Wundern ist ja genau, das ist ja die Schulung, dir aufzuzeigen, dass du keine Schuld in dir trägst, sondern Schuld ist unmöglich in Gott. Und du bist aufgefordert, dich wieder an Gott zu erinnern, damit alle Schuld von dir abfällt. Schuld ist das Mittel, dass das Ego benutzt, um dir zu sagen, dass jetzt auch dir nicht nur deine Eltern dir gesagt haben, wie schuldig du bist, sondern jetzt kommt auch noch Gott, der dir sagt, wie schuldig du bist, oder der universelle Lehrplan des Kurses im Wundern. Darum dreht es sich nicht. Du bist vollkommen unschuldig und deshalb lass deinen Traum der Schuld los. Lass deinen Traum der Krankheit, deinen Traum der Isolation, der Trennung und der Sorgen und des Mangels los. Darum dreht es sich. Und da wir dies in der Regel nicht von heute auf morgen machen, haben wir einen universellen Lehrplan mit 365 Lektionen, einem Textbuch und einem Handbuch für Lehrer. Und wer sich damit nicht beschäftigt, kann leicht diese Lektionen, die hier angeboten werden, missverstehen.
Obwohl diese Lektion, von der wir heute sprechen, über Heilung im Allgemeinen viel zu sagen hat, ist die Hauptbotschaft, dass Heilung unsere Funktion ist, im Wesentlichen ein Phänomen, das geteilt wird und das Heilen teilen bedeutet. Heilen bedeutet teilen, unabhängig von deinem körperlichen Zustand. Und Heilung stellt die Einheit wieder her. Die Geheilten werden zu Werkzeugen der Heilung. Darum dreht es sich, die Teilung aufzuheben, die du gelernt hast. Wir sind nicht getrennt. Und deshalb wiederhole ich erneut, heilen bedeutet zu teilen, zu geben von der Liebe, der du bist. Und Krankheit ist ein Rückzug von anderen und ein Absperren, ein Trennen von Einheit. Nur diejenigen, die getrennt sind, können überhaupt Krankheit erfahren. Isolation. Heilung kehrt das alles um. Es ist eine Hinwendung zu anderen, eine Verbindung, eine Vereinigung. Die Heilung, in der von dieser Lektion gesprochen wird, ist Heilung des Geistes und nicht unbedingt des Körpers. Wer im Geiste geheilt ist, vollkommen geheilt ist, der muss sich nicht mehr um den Körper kümmern. Wer reinen Geistes ist, macht keine Pläne mehr. Und deshalb sind wir aufgefordert, uns zu Werkzeugen der Heilung zu machen und nicht mehr zu Werkzeugen der Trennung oder des Mangels. Unsere Aufgabe ist es, unseren Geist heilen zu lassen, damit wir die Heilung in die Welt tragen können, indem wir die Trennung gegen den Frieden Gottes eintauschen. Uns heilen zu lassen. Die meisten, die sich krank erfahren, kommen sofort auf die Idee, dass sie sich jetzt auf irgendeine Art und Weise heilen. Ich heile. Und das ist ein Denkfehler. Wir lassen uns heilen von unserem Lehrer, der weiß, was Heilung ist. Und wir nennen hier unseren Heiler, Lehrer, den Heiligen Geist. Darum dreht es sich. Wir wollen uns nicht mehr zurückziehen, isolieren und trennend erfahren, sondern als vollkommen geheilt, indem ich mich mit dir verbinde in Heilung, das heißt in Liebe. Denn das Einzige, was uns wirklich verbindet, ist die Liebe. Alles andere ist völlig bedeutungslos, weil es nicht existiert. Und wenn wir uns mit etwas beschäftigen, was nicht existiert, machen wir das, was nicht existiert war. Und dazu gehört auch körperliche Krankheit, wie alles, was der Körper erfährt. Und egal, wie auch immer, der Zustand meines Körpers ist. Mein Geist kann heilen. Und wenn ich meinen Geist dazu einsetze, zu heilen, spielt die körperliche Funktion, in der ich mich jetzt befinde, keine Rolle. Wie fühlt sich das für dich an? Und deshalb sind alle, die jetzt krank sind, also körperliche Krankheit erfahren, aufgefordert, zu heilen, Heilung zu geben. Vielleicht bist du gerade in einem Krankenhaus und erfährst, dass du vor einer Operation stehst oder du bekommst eine Diagnose, die sich wirklich nicht sehr friedlich anfühlt. Heile das ganze Krankenhaus. Heile die Ärzte von ihren Ängsten. Heile die Krankenschwestern von ihren Sorgen. Heile das ganze Personal von ihrer Krankheit der Trennung. Heile alle Klienten, heile alle Patienten im Krankenhaus von der Einbildung, dass sie getrennt sind. Und dann wirst du lernen, dass du eins bist,
Denn wie wir gestern gehört haben, sobald wir krank sind oder irgendeinen Zustand erfahren, in dem wir im Mangel sind, sind wir aufgefordert, uns an die Wahrheit zu erinnern, in der wir immer noch eins sind. Und deshalb heißt heute deine Devise: zusammen heilen, danke. Und nicht mehr ich muss gesund werden und ich muss diese Krankheit loswerden. Darum, das ist wieder der isolierte, trennende Geist. Und unser Weg ist, die Verbindung in allem zu finden. Heilung zu erfahren bedeutet Verbundenheit, Allverbundenheit, in der wir jetzt eingebunden sind, zu erkennen. Ist das bei dir angekommen? Weißt du jetzt, um was es sich dreht? Heile die Ärzte von ihrer Krankheit der Trennung. Heile den Chefarzt des Klinikums oder den Professor an der Uni oder wie egal, wie schlau sie sich alle ausdrücken und welche hochglänzend weißen Kittel sie tragen, heile sie von der Krankheit der Trennung, indem du dich mit ihnen in Liebe verbindest. Das ist dein Auftrag. Und deshalb spielt es keine Rolle, wo du dich jetzt gerade befindest. Dein körperlicher Zustand ist letztendlich zweitrangig und er kann dich von deiner wahren Aufgabe, für die du hierher gekommen bist, nicht aufhalten. Und unsere Aufgabe ist es heute und jeden Tag, es zuzulassen, dass unser Geist geheilt wird und zulassen, dass Heilung durch meinen Geist zu anderen Geistern fließt und Heilung in die Welt trägt. Ja, und das passiert natürlich unabhängig von deinem Körper, von deinem körperlichen Zustand. Und normalerweise erkennen wir nicht, wie mächtig unser Geist ist und wie weitreichend die Auswirkungen seiner Heilung sein können, weil wir uns eben als getrennt erfahren. Und während du dich heilen lässt, siehst du alle, die um dich herum sind oder die dir in den Sinn kommen oder die du berührst oder die scheinbar keinen Kontakt zu dir haben. Wie du siehst und beobachtest, wie sie zusammen mit dir geheilt werden. Das ist die Botschaft des Kurses im Wundern. Und das ist die Botschaft, die dir an die Hand gegeben wird, wenn du dich erlösen willst. Und deshalb, ich betone es immer wieder, kann ich nur zu denen sprechen, die sich erlösen wollen und nicht mehr Schuld und andere Dinge in der Welt suchen, sondern nur noch das Bestreben der Heilung haben. Ich möchte mich mit dir in Liebe verbinden, denn in dieser Liebe heilen wir gemeinsam. Das könnte eine Formulierung sein, die dir weiterhilft. Und wir brauchen neue Formulierungen, wir brauchen neue Gedanken, um aus unserer selbstgemachten Misere herauszukommen, die wir gemacht haben tatsächlich. Aber noch nicht mehr, um uns darin schuldig zu erfahren oder andere zu beschuldigen, sondern die Verantwortung zu übernehmen. Hey, okay, ich habe hier einen Denkfehler. Ich möchte mit dir jetzt heilen. So können wir vorgehen, wenn wir mit jemandem im Groll sind. Wenn wir Krankheit erfahren, sind wir aufgefordert, uns heilen zu lassen durch die Liebe. Und wenn wir uns heute der Heilung öffnen, dann muss uns klar werden, dass auch immer, was auch immer unser Körper hat oder wie auch immer unser Zustand ist, dass Gott uns etwas anderes anbietet, Heilung. Und deshalb ist die Hinwendung zu Gott immer herzerfrischend. So möchte ich sagen, wirklich herzerfrischend. Sobald wir uns Gott zuwenden, öffnet sich unser Herz.
Und alle Tränen werden abgewischt und aller Schmerz wird dahinschmelzen. Wo bist du jetzt gerade in deinem Geist? Wo bist du jetzt gerade in deinem Denken? Bist du hier? Bist du präsent? Kannst du diesen Podcast hören? Bist du vollkommen da und nicht mehr in Abwehr? Möchtest du dich heilen lassen? Dann danke Gott jetzt für die Heilung, die in deinem Geist geschieht. Sage ihm, deiner Quelle, danke für die Heilung in meinem Geist und ich nehme sie jetzt an. Ich nehme die Übertragung der Heilung an. Genau jetzt. Und das heißt es, zurückzutreten. Ich will nicht mehr die Führung übernehmen in dieser Welt. Und wenn du diese Heilung jetzt angenommen hast, dann bist du in einen Zustand der Liebe geraten. Und wenn du im Zustand der Liebe bist, siehst du die Welt mit anderen Augen. Du kannst dich nicht, die Trennung wird langsam aus deinem Geist verschwinden. Und du kannst dich nicht mehr isoliert sehen, sondern du möchtest dich nur noch in dieser Einheit erkennen. Und du wirst es langsam wahrnehmen, dass du einfach nur einem Denkfehler unterlegen bist, der heute wieder weiter korrigiert wird. Heute möchte ich Heilung durch mich geschehen lassen. Wie fühlt sich das an? Und jetzt nimmst du die Macht deines Geistes an. Und unterschätze nicht die Macht deines Geistes, unterschätze nicht die Macht deiner Worte. Die Macht deiner Gedanken haben all das hervorgebracht, was du hier wahrnimmst. Alles. Wirklich alles. Und da wir die Macht Gottes benutzt haben, um diesen Traum hier wahrzumachen, fühlt sich das, was wir hier erfahren und erleben und wahrnehmen, so wirklich an. Wir glauben, es ist wahr. Und dennoch, und deshalb ist die Illusion so massiv. Und sie hat die gleiche Kraft wie die Wahrheit, solange wir daran glauben. Krankheit möchte beweisen, dass Lügen die Wahrheit sein müssen. Die Heilung aber zeigt auf, dass die Wahrheit wahr ist. Die Trennung, die die Krankheit auferlegt, hat niemals wirklich stattgefunden. Geheilt werden heißt lediglich, das anzunehmen, was immer die schlichte Wahrheit war und immer genauso bleiben wird, wie es seit je gewesen ist. Doch muss den Augen, die Illusionen gewohnt sind, gezeigt werden, dass das, worauf sie schauen, falsch ist. Daher muss Heilung, deren die Wahrheit nie bedarf, aufzeigen, dass Krankheit nicht wirklich ist. Krankheit ist nicht wirklich. Kannst du das annehmen? Wie fühlt es sich für dich an, wenn du dir jetzt sagst, Krankheit ist nicht wirklich. Krankheit ist unwirklich. Rebelliert dein Geist? Oder kannst du, wenn du noch ein bisschen tiefer fühlst, den Frieden darin spüren? Kannst du den Frieden wahrnehmen? Krankheit ist unwirklich. Heilung ist Freiheit.
denn sie zeigt auf, dass Träume nicht gegen die Wahrheit obsiegen können. Heilung wird mit anderen geteilt und diese Eigenschaft beweist, dass andere Gesetze als jene, die besagen, dass Krankheit unvermeidlich ist, machtvoller sind als ihre krankhaften Gegenteile. Heilung ist Stärke, denn durch ihre sanfte Hand wird Schwäche überwunden und der Geist, der in einem Körper eingemauert war, ist frei, sich mit anderen zu verbinden, um immer da stark zu sein. Heilung, Vergebung und der frohe Tausch der ganzen Welt des Kummers gegen eine Welt, in welche Traurigkeit keinen Einlass finden kann, das sind die Mittel, mit denen der Heilige Geist dich eindringlich bittet, ihm zu folgen. Seine gültigen Lektionen lehren dich, wie leicht die Erlösung dein sein kann, wie wenig du zu üben brauchst, damit seine Gesetze diejenigen ersetzen, die du gemacht hast, um ein Gefangener des Todes zu bleiben. Sein Leben wird zu deinem eigenen, wenn du die kleine Hilfe ausdehnst, die er von dir erbittet, während er dich von allem, was dir je Schmerz bereitet hat, befreit. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Wenn wir nur das Kleine annehmen, umsetzen, worum uns der Heilige Geist bittet, wird er uns von allem Schmerz befreien. Er wird uns von allen Sorgen, von allem Kummer befreien können. Lasse dich heilen, indem du heilst. Ja, ich spreche dich an, du Heilerin. Ich spreche dich an, genau dich. Und vielleicht möchtest du dich jetzt an jemanden erinnern, der nicht mehr weiß, wie es weitergeht, der am finanziellen Ruin steht, der von einer Krankheit geplagt wird, die ihm täglich Schmerzen bereitet, oder mit dem du im Groll bist. All das sind Zeichen der Krankheit im Geiste. Und jetzt verbindest du dich mit dieser Person und sagst einfach nur, du und ich, wir sind zusammen geheilt im Geiste Gottes. Siehst du die Liebe? Spürst du den Frieden? Diejenigen, die geheilt sind, werden zu den Werkzeugen der Heilung. Und keine Zeit vergeht zwischen dem Augenblick, in dem sie geheilt werden, und der ganzen Gnade der Heilung, die zu schenken ihnen gegeben ist. Was Gott entgegengesetzt ist, das existiert nicht. Und wer es nicht in seinem Geist annimmt, der wird zu einem Hafen, wo die Erschöpften bleiben können, um zu rasten. Denn hier wird Wahrheit zuteil und hier werden alle Illusionen der Wahrheit überbracht. Werde du zu einem Hafen der Heilung und nimm du heute die Botschaft Gottes an. Und wer zu einem Hafen der Heilung wird, der heilt sich selbst, vollkommen und ganz. Und der Aufstieg Gottes ist ein einfacher. Und derjenige, der sich mit dem Willen Gottes verbindet und seinem Willen Zuflucht bietet und hier seine Funktion, seine Aufgabe erfüllt, erfährt ein solches Glück, das jenseits jeder Worte existiert. Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht alleine geheilt. Ich möchte meine Heilung teilen mit der Welt, damit Krankheit aus dem Geist von Gottes einem Sohn verbannt sein möge,
der mein einziges Selbst ist. Heile du heute die Welt und lass nicht mehr zu, dass trübe Gedanken deinen Geist vernebeln. Heile du heute alle, die dir in den Sinn kommen und dir noch begegnen werden. Denn Krankheit ist nicht von Gott, Heilung und Liebe jedoch schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.